So, okay. Und damit kommen wir zu Freedom Level 2. Also Freedom 2, Level 2. So ist es korrekt. So. Okay. Hier wird es nämlich jetzt ein bisschen knifflig. Eigentlich schon mein Kamerabild oder? Ne, hat er nicht übernommen. Ha, plötzlich ist es so dunkel. Das macht Sinn. Ja, wie viel Munition ich hier verschwende, ist ja schon fast armselig. Hab ich getroffen, ey. Wow. Yay, super Shotgun. Ich hab gefunden. Nee. So, erstmal hier. Ich weiß gar nicht, warum ich weggerannt bin. Ich hab doch eine Super Shotgun. Ey, ich Vollidiot. Hä? Achso. Alter, was war das denn gerade? Ich sollte immer diese Shotgun benutzen. Was eine Verschwendung.
Okay, nächster Bereich wäre dann, dass wir wohl wieder runter müssen. Okay, hier. Oh, achso, war schon unten. So. Wollte der mich hier hinterrücks erschießen? Ich glaubt hat ja nicht. Wie machen wir das jetzt am besten? Hier sind nämlich jetzt ganz viele Pinkies. Ich versuche die erstmal so anzulocken. Ja, das funktioniert. Okay. So, jetzt kann ich hier nämlich. Oh, der Vollstück hat ein Stück gut gebracht. War's das? Ich hoffe. Wo jetzt? Ach ja! Das Ziel war ja woanders. Ah, wow, das war dumm. Habe ich gerade Schaden bekommen? Von wo denn? Von was denn? Ach, nicht der Punkte dazu bekommen. Wow, wie kriege ich denn da an? Geräusch wäre, wenn ich Schaden bekommen hätte. Das macht ja mal nicht wirklich Sinn. So, wir müssen nämlich da rein und da wartet nämlich noch ein Pink hier auf uns. Soweit ich das in Erinnerung habe. So. Und jetzt können wir in aller Ruhe die ganze Taktik aufnehmen. Papa. Und beruhigt ins Ziel gehen. Das gefällt mir. Ja, das Level hier kennt ihr bereits aus einer sehr alten Hell und Earth Starter Pack Map von Voodoo. Die haben sie mich von hier wahrscheinlich übernommen oder andersrum, keine Ahnung, vielleicht haben sie zusammengearbeitet, keine Ahnung, ist auch egal.
Auf jeden Fall, jeder, der die alte Version von Boodledum gespielt hat, also Hell on Earth Starter Pack, der kennt die Map, die jetzt kommt. Also, Teile davon. Viele Teile. Egal, schau mit V.